Willkommen zurück zu Gothic. Bei Fisk. Fisk hat Rüstung. Hast du eine Rüstung? Nun, ich bin sich. Welche wäre das? Schutzwaffen 15 und Feuer 5. Die kostet 500. Die Rüstung, die ich habe, die hat nur Schutzwaffen 10. Aber egal. Zeig mir deine Ware. Das ist in Ordnung. Ich krieg ja früher oder später, spätestens wenn ich aufgenommen werde im neuen Lager, kriege ich eine bessere Rüstung. Soweit ich weiß. So, die ganzen Dinger können weg. Okay, so viel bringt es jetzt nicht gerade. Aber was hat er denn? Der hat eine Butlerzucht. Die macht 20 Schaden, braucht aber nur 10 Stärke. Im Gegensatz zu diesem Schwert. Allerdings kann ich mir das, glaube ich, gerade nicht so ganz leisten. Oder vielleicht doch? Mal schauen. Ich habe ja noch Erz. Ja, ist ja okay. Ich wollte es ja ausgeben, um mir hier was Gescheites zu kaufen. Dann machen wir das doch einfach mal. Yeah, eine neue Waffe, die Butlerzucht. Die meine Stärke voll ausreizt und 20 Schaden macht. Vielleicht kriege ich ja damit Lefty schon kaputt. Ich glaube es zwar nicht, aber... Zeig, ich hab... Nee, warte mal, ich habe nichts mehr zu verkaufen, ne? Ja, okay, die verwitterte Axt. Hier, komm, kannst du haben. Und wenn ich schon dabei bin, komm, dann nimm doch gerade die Dinger hier auch noch. Dietriche? Nee, brauche ich gerade nicht. Da habe ich noch. Wie viele habe ich denn? Wie viele Dietriche? 6. Ah, das reicht. Nein, auch das will ich nicht. Sag mal. Ah, das gibt's doch nicht. So, aber Dexter, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, der hat auch eine Prüfung für mich. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Yep. Und du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Das ist so großartig. Jetzt soll ich so tun, als wollte ich mich dem Sektenlager anschließen, damit ich so tun kann, als wollte ich mich dem alten Lager anschließen, damit ich mich dem neuen Lager anschließen kann. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Ich weiß es nicht. Gib mir 50 Erz. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Nee, ich will das Erz. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Ach, Mist. Ich glaube, wenn ich jetzt Erz sofort will, dann übertreibe ich's. Oder? Ja, okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Vielleicht hat er ja sogar von Whistler mitgekriegt, dass ich mit dem Erz durchgebrannt bin. Dann sollte ich mich hier besser mal ein bisschen zurückhalten, Erzvorschüsse zu fordern. Lass uns lieber über was anderes reden. Der nicht. Raten mache ich nicht an in der Aufnahme. Okay. Ich könnte mal zu Whistler gehen und gucken, was der mir zu sagen hat. Aber irgendwie nicht. Irgendwie bin ich da gerade unmotiviert. Vielleicht ein bisschen ängstlich, ja. Nee, bei euch war nix. Du da, du kannst mir doch beibringen, wie ich stärker werde, oder? Oder kannst du mir nur kämpfen beibringen? Trainierst du auch? Schon. 150 Erz und 20 Lernpunkte. Na, so oder so kann ich das gerade nicht lernen. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht.
Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Nein. Nein. Dafür fehlt mir die Waffe, dafür fehlt mir die Rüstung. Nein. Da werde ich nur verprügeln und nicht verlieren. Man muss ja nicht von allen Leuten die Zustimmung haben. Nur von genügend vielen. Ich will Schatten werden. Und? Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht wie. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja, du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Ich dachte, hier geht's um Recht und Ordnung. Und auch hier wieder, ne? Erst war er unkooperativ, aber als ich dann Diego gesagt hab, war er dann plötzlich ganz Ohr. Immer diese Vetternwirtschaft. Du hast gesagt, ich kann so viel von... Das kennen wir. So, reicht es denn schon, was ich jetzt hab? Skatty, ich soll kämpfen. Nee, vergiss es. Fingers ist zufrieden. Aber ich guck mal, ob es jetzt schon ausreicht an Zuneigung oder Zustimmung. Wenn nicht, werde ich nochmal ins Sektenlager gehen und versuchen, das Rezept für Dexter zu besorgen. Auch wenn dafür mein Ernst wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Wahrscheinlich muss ich da dann einbrechen und das Ding klauen. Naja, was soll's. So, wie schaut's denn aus? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Lieber nicht. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Ich habe mit Whistler geredet. Du bist mit seinem Erz durchgebrannt. Das kennen wir. Ich denke, bei der Sache Fingers sagt, du hättest was... Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Das reicht noch nicht aus. Okay, dann... Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Oho. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Hehe. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Hä? Was war das denn gerade? Weil ich ihm sage, Diego schickt mich, okay. Was machst du da? Mach's gut. Hat der wieder zwischenrein gepfuscht, hä? Plan, wo du hin? Hat der wieder zwischenrein gepfuscht? Halt! Ein Kampf! Du darfst nicht in die Burg, hau ab! Was hast du mit der Waffe vor? Ich hab's auch schon wieder weggesteckt. Dieser Mann, der macht die Dialoge ein bisschen kaputt. Hey, du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Ja. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Okay, und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Ganz einfach. Ich geb's zurück und kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Ja. Nein, wir machen halbe-halbe. Oder du kannst dich alleine mit dem Typen anlegen. Okay. Halbe-halbe. Wird schon genug dabei rausspringen. Also... Bist du dabei? Okay. Ich bin dabei. Gut. Sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Sekunde. Vorher will ich gerne speichern. Wer weiß, was da passiert. Auf die 1 und die 3 diesmal. Na dann, los geht's.
Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. Keine Ahnung, auch das, auch daran erinnere ich mich gerade nicht mehr, an diese Quest. Ach Junge, muss ich ernsthaft hinter dir bleiben, damit du weiterrennst? Die KI ist nicht in der Lage zu erkennen, dass ich schon vorausgerannt bin, um daher zu kommen. Nö. Was passiert denn jetzt, wenn ich die neue Lagerrüstung anziehe? Merkst du das? Nö. Der hat genug. Der hat genug. Jetzt ist er tatsächlich da stehen geblieben. Oder wie? Weil ich nicht hinter ihm war. Ist ja lustig. Dann schnapp ich mir euer Zeug. Eine Nagelkeule. Fleischpflanzen-Ragout. Das Amulett ist dann wahrscheinlich da drin, ne? Zwei Dietriche. Das wird dir noch leid tun. Das wird dir noch leid tun. Keine Panik. Hast gewonnen. So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Blackwing bestellen. Ich kann sagen, welches Amulett. Verdammt! Der verprügelt mich, aber ich habe die beiden anderen verprügelt. Die waren wahrscheinlich gar nicht seine Freunde, so wie das aussieht. Verdammt, was passiert jetzt, wenn ich mit der Rüstung da reinrenne? Erstaunlich wenig. Ist der jetzt hinter mir? Ja. Verdammt, wie werde ich denn jetzt los? Mist, wie werde ich den los? Ist er noch da? Ja, Manu! Feigling, komm zurück! Wehe, du sprichst mich jetzt an, Matt. Wehe dir. Puh, er hat aufgegeben. Oh Mann. Halleluja. Ich dachte echt, das wäre eine Aufnahmequest gewesen gerade. Da war ich wohl ein bisschen zu leichtgläubig. Immerhin habe ich die Typen da draußen ausgenommen. Das hat ja schon mal geklappt. Was habe ich für den gekriegt? Bisschen Erz, bisschen Kleinkram. Was war das? Eine Laute, ein Kochlöffel. Das Zeug könnte ich eigentlich verkaufen. Ansonsten kann ich ja damit nichts anfangen. Vielleicht noch ein bisschen Erz. Genau. Apropos Erz. Bevor ich jetzt ins Sektenlager gehe, will ich jetzt bis Mitternacht schlafen. Und ich habe da so eine Vermutung. Zunächst speichere ich mal hier nochmal. Ja, speichern. Speichern, sehr gut. Das hing gerade ein bisschen länger als üblich. Da auch wieder. Keine Ahnung warum. Genau, da ist eine Truhe. Links, links war es nicht. Rechts, links. Rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Okay, rechts, links, links, links. Eine Spitzhacke, gebratenes Fleisch. Und ein Heiltrank. Naja, das ist nicht so wild. Wenn ich sie einmal geknackt habe, ja, kann ich sie direkt wieder aufmachen. Okay. Da hier keiner wohnt, könnte ich das Ding eigentlich zu meiner Hütte machen im alten Lager. Aber da ich hier nicht aufgenommen werden will und es mir wahrscheinlich bald verscherzen werde, wenn ich wirklich diese Liste hole und zum neuen Lager bringe, sollte ich das vielleicht lieber nicht dort rein tun, das was ich haben will, weil ich unter Umständen vielleicht da gar nicht mehr richtig dran komme. So, ich will da hoch. Bei der Testaufnahme ganz am Anfang war die Leiter hier ein bisschen verbuggt. Und ich bin jedes Mal wieder runtergefallen, aber diesmal hat es geklappt. Okay. So, ich möchte jetzt zur Schmiede gehen. Ist das die Schmiede? Ja, da ist der Amboss. Hier ist niemand, ne? Nö, hier ist niemand. Dann speichere ich mal nochmal eine Runde. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier irgendwo eine Kiste sein. Vielleicht da? Ja. Links war es nicht. Rechts, links, nein. Rechts, rechts, links,
Rechts, rechts, links, rechts. Rechts war's nicht. Rechts, rechts, links, links. Okay. 20 Rohstelle im Wert von je 40. Boah, 800 Erz. Und 2 grobe Schwerter im Wert von 100. Boah, ist das gut. Okay, erstmal speichern. Das hat geklappt. Ich will mal gucken. Ich kann ja diesen Rohstahl verarbeiten, indem ich ihn zuerst... Wie war das? Heiß machen? Habe ich den jetzt heiß gemacht? Ja, jetzt habe ich einen glühenden Stahl. Oh, da ist 51 wert. Den hämmer ich jetzt. Lustigerweise wird keiner davon wach, oder? Nee, natürlich nicht. Also ursprünglich war er 40 wert. Beim Glühen 51. Jetzt 64. Da, das nächste war das Härten, nicht wahr? Eine Klinge, 80. Oha. Und wenn ich die jetzt schleife, dann ist das... was ist das dann? Ein grobes Schwert, so wie es aussieht. Das waren vorhin nur 2, jetzt habe ich 3 im Wert von 100. Das heißt, ich kann aus 40 Erz, oder besser gesagt aus 20 Erz, weil ich nur die Hälfte kriege, kann ich 50 Erz machen. Ich kann das Ganze für 2,5-fachen. Und das werde ich jetzt einfach mal offscreen tun. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich das alles in Schwerter verwandelt habe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.